Und Epic, hier ist es ganz schön eng. Ich sehe den Geist. Du meinst mich. Raus hier, schnell. Und Leute, wir spielen heute mal wieder Phasmophobia in Minecraft. Passt perfekt zu der baldigen Halloween-Zeit. Und Leute, wir haben hier wieder mal verschiedene Aufträge, die wir machen können. Natürlich mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir haben unter anderem Amateur bis hin zu Nightmare. Also wirklich dem Extremsten. Okay, wollen wir nach dem Schwierigkeitsgrad entscheiden oder wollen wir einfach nach einem Ort entscheiden? Wir können ja erstmal mit einfach starten, würde ich okay, sagen. Okay, dann fangen wir erstmal mit Amateur an. Das ist Grimwood, das ist hier... Oh, das ist die Manor, das ist diese Menschen trotzdem. Okay, haben wir ausgewählt. Hier kann ich wieder zurück und wir können starten. Wir haben... Moment, Start, perfekt. Bin gespannt, welchen Geist wir heute finden. Und hier seht ihr auch noch mal ganz kurz die große Villa. Und falls ihr natürlich Phasmophobia nicht kennt, das ist ein Spiel, wo man Geister jagt. Und wir müssen vor allem herausfinden, um welchen Geist es sich hier handelt. Wir nehmen uns als erstes natürlich mal eine Taschenlampe mit. Und wir haben auch verschiedene, Geister-Items, sag ich mal, mit denen wir auf jeden Fall die Geister aufspüren können. Unter anderem als hilfreichstes das EMF-Gerät, das ist so ein Geistersensorgerät. Da bekommen wir dann sozusagen so, Schwingungen. Wir haben hier eine Spiritbox, da können wir zum Beispiel mit denen reden und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir hier die ganzen Sachen und je nachdem, was vom Geist getriggert wird, können wir herausfinden, was für ein Geist es ist. Okay, am Anfang, das ist jetzt ein leichter Geist im besten Fall, ne? Okay. Ich habe auf jeden Fall das Thermometer und das Buch dabei. Okay, schau erstmal die verschiedenen Räume rein, wie warm es dort, beziehungsweise wie kalt es dort drin ist. Ich mach mal das Licht an überall. Also Geister mögen kein Licht, Geister mögen keine Menschen natürlich. Und wir sollten am besten direkt einen Geisterraum finden, weil dort wohnt der Geist. Und dort können wir auch eventuell mit ihm reden und alles. Okay, ich habe bis jetzt noch gar nichts. 18 Grad, hier ist auch nicht so kalt. Ich mach mal in jedem Raum, wo ich drin war, schon mal das Licht an. Ich weiß, es geht auf jeden Fall hoch. Oh, ist das Licht aus? Nee. Okay, also, wenn er richtig böse wird, dann kann er sogar Licht ausmachen. Oh Gott, hier ist eine Brille. Du warst es, oh mein Gott. Was ist das denn? Oh. Da waren wir da schon mal drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist das? Ah, das ist eine Bücherei. Wir haben hier 19 Grad, kein Problem. Das ist viel zu warm, viel Hast zu warm. Hast du schon was auf deinem Gerät? Nö, gar nichts. Hab den Geist gefunden und wir haben Freezing Temperatures. Wir sehen unseren Atem. Stimmt. Okay, bevor wir irgendwas machen, wir haben auf jeden Fall Freezing Temperatures. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal das Licht an. Hast du schon fünf Aussagen gehabt? Nö. Vielleicht, wenn er handelt. Ja, mach das Buch dahin. Genau, wenn er jetzt ins Buch schreibt, dann wissen wir auch schon, was, dass er was ins Buch schreiben möchte. Okay, wollen wir mal ganz kurz deine... Ah, ich könnte auch versuchen, mit ihm zu reden schon mal. Ja, soll ich die Kamera mal holen? Ja, die Kamera wäre super. Hat er, hat noch nichts geschrieben. Okay, ich hole mir die Kamera. Oh, das ist ein kleiner Raum, das ist doof. Oh, ich hasse das, ne? Ich will erst, glaube ich, mit ihm reden, wenn du da bist. Du kannst ihn auch ein bisschen ärgern. Nein, passt schon, passt schon. Wir können ja erstmal ein bisschen entspannt reinstarten heute. Ich warte im Nebenzimmer. Okay, du hast jetzt die Kamera. Hat er reingeschrieben? Ich habe nichts gehört. Er hat nichts reingeschrieben. Soll ich mal dann mit ihm reden? Ja, kannst du machen. Kamera habe ich platziert. Oh, ich habe die falsch schon platziert. Was soll ich fragen? Oh, willst du dich zeigen? Nee, das frage ich ganz sicher nicht. Ich frage mal, wie alt er ist. Ich habe mal die UV-Lampe, damit sehe ich Fingerabdrücke. Okay, gut, dann musst du mal das Licht ausmachen, glaube ich. Und die Taschenlampe weglegen, glaube ich auch. Denkst du? Ja, ich bin ja bei dir, ich seh ihn. Dann. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Ich sehe auch nichts, aber er war auch noch nicht da, deswegen, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Okay, also auf wie alt er sie ist, will sie nicht antworten. Dann frage ich mal, bist du nah? Oh, nein, nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Weil sonst sehen wir nicht, ob er oder sie das macht. Okay, sie will nicht drauf antworten. Ich gehe mal durch die Kamera schauen. Ja, ich frag mal, bist du hier? Oh. Ja, okay, da sagt sie, okay, sie redet auf jeden Fall mit uns. Hast du ins Buch geschrieben? Nein, sie redet mit uns. Spiritbox, okay. Ja, dann lass mal gucken. Wenn wir jetzt Ghost Ops sehen, das sind so kleine Kügelchen mit der Kamera, dann hätten wir den Geist. Es sind jetzt theoretisch, entweder ist es ein Wraith, ein Mare oder ein Dämon. Oh. Na gut, wir gucken mal. Doch, ich sehe Ops. Götter!
Siehst du Orbs? Ghost Orbs, hab ich gesehen. Warte, ich will sie aussehen. Da waren sie gerade. Okay, ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Dann ist es nämlich ein Mare. Und weißt du, wisst ihr Leute, was ein Mare ist? Das ist ein Geist, der eigentlich eher aggressiv ist, wenn es dunkel ist. Na, warte, ich will jetzt selber gucken. Wo sind sie denn? Also ich sehe jetzt persönlich keine. Doch, gleich. Die kommen da vor der Decke. Auf der linken Seite vor der Decke. Da waren die. Aha. Ah, ich sehe sie. Ja, Leute, habt ihr sie gesehen? Da. Okay, ja gut. Hast du abgehakt? Ja, hab ich abgehakt. Hey, ja, das war ja entspannt. Gut, ab nach Hause. Oh, und es war richtig. Sehr gut. Ja. Und wir haben natürlich Geld bekommen. Ja, nicht viel. Wir haben leider nur eine Aufgabe erledigen können. Okay, was haben wir jetzt als Contract? Was sind die Aufgaben? Theoretisch, guck mal, du könntest hier zurück. Ich hole mir Salz. Ich habe Salz geholt. Okay. Ein Smudge Stick. Keine Ahnung, was der machen kann, aber ich könnte ihn mir kaufen. Salt Shaker. Alles andere ist viel zu teuer. Salz habe ich mitgenommen. Okay, ich nehme mal diesen Smudge Stick mit. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn wir jetzt das Einfachste gemacht haben, dann machen wir jetzt mal das Schwierigste. Ja. Ich bin sehr gespannt. Okay, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird und einer direkt weggeschnitzelt wird. Also hier gibt es zum Beispiel einen Keller. Glaube ich. Stimmt. Oder? Wir haben eine Garage übrigens. Ja, naja, wir gucken mal. Okay, wir haben, was hast du denn hier? Ah, okay. Das ist haben ein Smudge-Stick. Wir benötigen. Wir haben, okay, wir müssen den Geist tatsächlich sehen als Aufgabe. Oh nein. Ich nehme Thermometer und hoch mit. Und auf jeden Fall ein Lichtding. Und ich nehme mal wieder die Spiritbox mit. Okay, wir gucken natürlich erstmal mit unserem EMF-Reader und dem Thermometer. Okay, haben hier haben wir auf jeden Fall... Ja, machen wir mal erstmal das Licht an. Also, nicht überall. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Stell dir mal vor, der kommt direkt. Das wäre ja schon... Oh, da hätten wir eine Aufgabe schon gelöst. Oh, stimmt. Aber... Grad. Ja. Es ist halt kein großes Haus. Es ist schon mal ganz gut eigentlich, theoretisch. Hier drüben haben wir 19 Grad in der Garage. Der kälteste Ort. Merkt ihr den kältesten Ort? Das ist auch schon wichtig. Muss nicht unbedingt Freezing Temperatures sein. Ja, das stimmt. Oh, ich habe echt ein bisschen Angst hier insgesamt. Der könnte hier schon irgendwo... Warum Wasser? Okay, da platzert jemand rum. Es könnte sein, dass er dann in einem Bad ist. Oh, es könnte ein Poltergeist sein. Ah, ja, aber der schmeißt da eher Dinge als jetzt zu planschen. Stimmt. Keine Ahnung. Heißt nix jetzt auch erstmal natürlich nichts, ne? Jetzt insgesamt. Ja. Hier wäre das Badezimmer. Ja. Kein Ausschlag, nichts. 15 Grad. Ist es hier kalt? Hier ist auch nicht kalt. Hier ist auch noch ein Badezimmer. Oh, auch 16 nix. Grad. Nö. Und hier... Der huntet. Oh nein. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Soll ich runter? Ja. Ich versteck mich hier. Siehst du ihn? Nein. Ich bin versteckt. Oh, oh, ich habe echt ein bisschen Angst. Warum huntet der? Reinlegen? Ich weiß nicht. Oh, oh, also wenn wir ihn sehen, haben wir eine Aufgabe erfüllt. Ja. Ich bin hier im Schrank drin. Aha. Er ist ganz da bei mir, er ist ganz da bei mir. Er müsste hier um die Ecke sein. Bitte, ja, aber du musst, bist du in einem Raum? Ja, ich bin im Schrank. Okay, gut. Oh mein Gott, der soll mal aufhören. Oh, der war bei mir die Tür. Du bist... Nein, das ist alles gut. Der hat nur... Das heißt nur, es hat aufgehört. Hm. Ich hab's. Minus zwei. Okay, komm raus. Dann hast du noch... Buch. Er hat ins Buch sofort geschrieben. Was? Warte, ich will zu dir. Warte, EMF vielleicht. Wo bist du? Abflug. Wo bist du? Ah, da. Oh. Ich bin wieder draußen. Hallo? Okay. Also, wir können Ghostwriting abhaken. Freezing Temperatures können wir abhaken. Hat er 5? Der hatte gar keinen. Oh mein Gott, lass ihn mal ganz kurz ein bisschen ausruhen. Der hat hier voll die krassen Aktivitäten. Ja, Fingerprints müssen wir noch gucken. Und du hast ja jetzt ein bisschen Platz im Inventar. Ja, EMF und Spiritbox. Aber ich habe mit der Spiritbox ein bisschen Angst. Willst du mal draußen bleiben? Oder soll ich draußen bleiben? Achso, ja, für die Ghost Orbs. Ja, beziehungsweise, nee, doch, das kannst du direkt schauen, stimmt. Boah, der ist gerade aktiv, aber dass wir auf jeden Fall nicht beide weggeschickt werden. Vier Aktivitäten, wir haben, Achtung. Oh mein Gott, er ist richtig heftig. Ey, ich hab's, Kamera ist jetzt platziert, Kamera. Ja, ich sehe euch. Okay, warte mal, ich schau mal ganz kurz. Es sind keine Fingerprints. Nee. Oh, ich sehe auf jeden Fall deinen Atem, lol. Mach mal, ist das Licht an? Nee. Okay, machen wir's an. Und jetzt an. Ja, ich sehe Ghost-Ops. Fertig. Okay, abhaken. Hä? Hä, Nightmare in kürzester Zeit? Oh, wir sind die besten Geister. Aber wir haben ihn aber nicht gesehen. Aber wir wollen es nicht darauf. Ja, nee, oder? Abfahrt. Wo ist denn das? Warte mal. Ghost Ops. Ja, perfekt. Das ist ein Jurai.
Okay. Ciao, Kakao. Tschüss. Ab nach Hause wieder. Oh, wie sind wir? Heftig. Ah, cool. War richtig. Wer hätte es gedacht? Wie viel Geld wir bekommen dafür? 150. Ja. Wow. Ich kaufe mir alles. Ich glaube, weil es schwieriger ist, auch theoretisch. Ja, genau. Ja. Ich kaufe mir, was brauchen wir denn? Was wäre denn cool? Wir könnten... 150, jeder hat 150, ne? Wir könnten diesen Dots-Projektor, würde ich, glaube ich, mal ausprobieren. Okay. Weil ich glaube, damit sieht man irgendwelche Dots, von denen ich gerade nicht so ganz weiß. Gibt es auch im echten? Bonk Punch. Ich weiß nicht, was ist, aber ich nehme es mit. Was ist ein Master Key? Ich glaube, damit kommt man wenn's immer raus. Ist, ne? Wenn er ein Jahr, ja, auch heftig. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt das Krasseste, wir haben das Leichteste, dann machen wir halt mal... mit, das ist hier, was ist denn das? Dann haben wir nämlich jetzt nochmal ein Familienhaus und ich würde sagen, aber hast du es geedit? Du musst auf jeden Fall noch edden, ja, den Dots Projector. Okay, let's go! Oh, let's go. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Roadhouse, ah, cool. Okay, ich bin gespannt. Oh. Müsste vielleicht auch einen Keller haben? Ja, ich glaube, das ist groß leider. Mäh. Wir haben ja jetzt Mittel, ne? Wir sollen ihn trotzdem, als Aufgabe müssen wir ihn eigentlich in physischer Form sehen. Und ist ihn die Aufgabe? Mit diesem Smudge-Stick. Was ist dieser Smudge-Stick? Ich habe den jetzt nicht dabei, aber ich habe ihn mitgenommen. Ja, wenn er rumläuft, kannst du ihn damit, glaube ich, also schlagen oder was? Beziehungsweise verjagen. Ja, ja, ah, ja. Lol. Aber warum sollte ich das machen? 5 Grad im Keller! Oh, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, die Map gibt es auch in echt. Ja, 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 ja. Okay, wir gehen mal ganz kurz ein bisschen mal tauschen. Und ich habe diesen Projektor auch geholt. Was ist das denn? Wenn er unsichtbar rumläuft und am Projektor vorbeiläuft, dann sehen wir ihn. Ah, da bist du. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Diesen Dots-Projektor, ne? Ja. Also was, kannst du es nochmal erklären? Das macht dann, dass er das dann macht, zeigt. Wenn er dran vorbeiläuft, dann wird er sichtbar. Okay. Das ist für unsere Aufgabe wichtig. Ah, oh. Hä? Es piepst. Er ist im Flur. Oh nein, im What Flur? Was? Hast du 5er gehabt? Ich hab 3er gehabt. Hm. Oh nee, vielleicht läuft hier er auch rum. Hier sind 5 Grad. Hä? Hier ist 5 Grad. Hier? Ja. Ja, okay. Hallo? Gut, machen wir mal das Licht an. Hier sind sie aber auch. Nee, hier ist hier. Nee, er ist hier im Flur. Also er Warum ist er im Flur? 3 Grad. Hä? Ja, okay, er ist wahrscheinlich hier. Über kälter. Ja, aber im Flur ist ja ein absolut weirder Platz. Das ist echt seltsam. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, soll ich mal von hier dann mal mit ihm versuchen zu reden? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es der richtige Ort ist irgendwie. 2,5 Grad, es wird immer kälter. Okay, ich rede mal mit ihm. Wir fragen mal. 1,5 Grad. Ist ein Ghost hier? Daniel, der hat reingeschrieben. Lol. Okay, okay dann warte mal. Wir gehen mal eine Sache abhaken und holen mal direkt die Kamera, ne? Ja, ja, ja. Die kannst du holen. Ja, also, ich habe leider keinen Platz. Ich lasse mal mein EMF-Gerät dort. Was können wir denn Salz Kamera machen? Mit. Also, das Salz können wir machen. Das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht so ganz. Weil Salz, da kann er durchlaufen, dann lässt der Fingerabdrücke. Footprints, ja. Okay, du hast die Kamera. Ja, warte, du könntest jetzt gleich was sehen. Guck mal, ich mach mal. Ja, ich Licht sehe, aus. Warte mal, du bist. Ich sehe bis jetzt noch keine Orbs. Mhm. Nee. Ich kann auch wieder das Licht anmachen. Warum ist der im Flur? Keinen einzigen Orb sehe ich. Okay. Ich setz mal den Projektor. Ja, wir können auch nochmal mit ihm. Ah, stimmt, dann sehen wir ihn ja. Aber zählt ist das als unsere Aufgabe? Physischer. Ja, also nicht mit Dots, sondern dass wir ihn echt sehen. Ich glaube, das zählt. Oh, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir den sehen. Ich habe sogar hier gerade. Oh! Hab ich mich erschrocken. Da. Baby. Lol. Oh Gott, das bist du. Oh, das sieht ja richtig krass aus. Er muss hier durchlaufen, damit man ihn sieht, oder? Ja, aber guck mal, ich sehe da so. Ich habe da gerade so Potion-Effekt gesehen. Keine Ahnung. Bin ich ganz sicher. Ist hier minus gerade? Ich rede mal weiter mit ihm. 2 Grad aber. Wo bist du? Danielle, warum bist du im... Ich hole mal Fingerabdrücke. Oh, ich will nicht allein hier sein. Tschüss. Sieht alles so gruselig hier aus. Ich lass es hier mal auf dem Tisch liegen. Ja, lass es so hier stehen. Ich glaube, Freezing Temperatures wird es nicht. Es wird nicht zu kalt. Es ist sehr knapp, es sind 2 Grad. Ja, stimmt, hast recht. Und es wird ja auch mal kälter, ne? Ja, stimmt. Es war 5 Grad. Also sehen tue ich ihn nicht, aber da sind so Partikel. Was soll ich mal mitnehmen? Hier sind die, ist ja gar nichts. Vermisst du es, am Leben zu sein? Mach mal Licht aus, ja. Oh nee, stimmt. Vielleicht ist es wieder so ein Geist. Ja. Vielleicht ist es dieser Mare. Der nur nachts kommt. Oh nee. Dunkeln. Ja, im Dunkeln. Oh. Ich glaube, nachts ist eh immer. Mit wem reden wir hier? Hallo? Ein Grad, das ist fast Freezing Temperatures. Oh. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist halt auch voll der komische Raum irgendwie, ne? Wenn ich jetzt wegrenne, dann haben wir ja nur zwei. Also entweder nach links oder wir sind halt instant tot. Also. Aber wir haben erst eine Sache abgehakt? Ja. Wir haben auch kein. Ah! Okay! Daniel!
da ist sie. Warte, komm. Er ist direkt hinter uns beiden. Er kann uns beide wegstecken. Hier, mach. Okay, geh rein. Oh, sorry. Ja, okay. Komm, hier rein. Ja. Wenn wir jetzt sterben, dann sterben wir. Nein. Jetzt achte ich grad. Danielle, bleib mal da, wo du bist. Ich komm hier nicht rein. Also ein 5er EMF habe ich definitiv nicht. Ich schau mal nach Fingerabdrücken. Oh mein Gott, wo sind wir? Hier. Okay, ja, ist schwierig, muss ich sagen, irgendwie. Also er ist, oh mein Gott, das heißt aber auf jeden Fall... nachtsaktiv. Ey, das könnte wirklich Mare sein. Komm, warte mal, Mare war doch auch Fingerprints, oder? Wie heißt das? Ghost Orbs. Ja. Ich guck noch mal ganz kurz nach Ghost Orbs. Siehst du welche? Ja. Also ich sehe hier keine... Bestimmt im Dunkeln, wenn. Das könnte sein. Oh, er ist gerade richtig aktiv gewesen. Jetzt nicht mehr, aber letzte 60 Sekunden. Oh nein. Und Kamera... Oh mein Gott, ich sehe da alles, weil da reine... Was ist das hier? Das ist einfach... Warte mal, wir müssen aber Fußabdrücke haben. Brauchen wir die? Ja, Fußabdrücke gibt's aber so in dem Sinne nicht. Epic, ich sehe hier... Ich habe keine Ahnung, ich sehe hier alles. Was Fußabdrücke? Willst du das mal die Kamera nach da hinten platzieren? Wir haben sozusagen Fußabdruck sogar. Da reinschaut? Ja, kann ich machen? Ja. Er ist da! Nein! Schau durch! Oh, ich sehe ihn! Bitte... Oh mein Gott, der hat... Du bist sowas von... Oh, nein, ich bin in der Garage. Er geht weg von dir. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Ich bin in der Garage geklopft, wo ich drin bin. Ja, ich weiß. Oh, jetzt bin ich hier alleine. Siehst du was durch die Kamera? Ja, ich sehe ihn. Oh mein Gott, Gott sei Dank hast du ihn hingestellt. Auch? Ich sag dir so, ich glaube, es ist zu weit weg für Orbs, dass ich sie sehe, aber ich sehe sie nicht. Wir bräuchten den Smudge Stick jetzt. Und es wurde aufgehört zu jagen. Also ich sehe auf jeden Fall keine Ghost Orbs, sie ist richtig aktiv gerade. Ich sehe keinen einzigen Fingerabdruck. Mein Gott, vielleicht doch EMF. Es könnte halt alles sein. Wir haben halt eine Sache gerade, Ghostwriting und sonst nichts, ne? Vielleicht machen wir auch mal wieder das Licht an. 5 Grad sind es auch jetzt hier wieder. Who are you? Okay, sie redet. Er antwortet. Okay, das ist also, ich glaube, ich bin mir zu 70% sicher, dass es wieder dieser Mare ist. Weil er nur im Dunkeln böse ist. Spiritbox, ne? Kann ich abhaken? Ja, genau. Ja. Und jetzt, warte, was bleibt übrig? Spirit, nein, hä? Das ist ja gar kein Mare. Spirit? Spirit Dämon Oni. Ich lese es jetzt erstmal nach. Ah, wegen Ghostwriting, das gab's nicht. Ich lese mal ganz kurz, was es sein könnte. Ich schau mal durch die Kamera wegen Orbs nochmal. Also ich sag mal so, die Beschreibungen, die sind jetzt nicht so hilfreich. Also ich sehe da zu 100% keine Orbs. Der Dämon wäre Freezing Temperatures, das können wir eigentlich ausschließen, würde ich sagen. Und der Spirit wäre Fingerprints. Fingerprints, also wäre es Fingerprints oder EMF? Wir gehen nochmal rein mit EMF und Fingerprints. Ja, ich schaue auch nochmal wegen den Fingerprints insgesamt. Ja, bestimmt jetzt, wenn es dunkel ist. Was denn? Ihr kommt ja nicht mehr dran. Oh mein Gott, nein. Sag das jetzt nicht. Wir kommen ja nicht mehr dran. Er ist da. Ich gucke, ob es EMF 5 ist. Komm her, Danielle. Ich bin gleich tot, ich bin tot. Oh, was? Brennst du weg? Ich renn weg, ja. Nein, er war da. Ich bin tot. Er. Ja, ich wollte auch gucken, ob es EMF 5 gibt. Oh, er hat aufgehört. Ja, viel Spaß, Epic, ne? Wieso soll ich denn das jetzt alleine lösen? Guck, da liege ich wie so ein kleines Häufchen Elend. Nur weil ich dachte, ich mache was für die Gruppe. Ja. Hast du auch was gemacht? Ja. Was hat nichts gebracht? Also, EMF kommst du. Also, du musst raten. Sind die Items weg? Ja, die Items sind weg. Die du hattest? Ja, ich hatte EMF und da kann ich das ja im Leben nicht lösen. Ja, außer du hast noch ein EMF. Hast du nicht. Nein. Haben wir nicht, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte. Okay, bitte überleb wenigstens das, ja? Okay, ja. Rennen kann man das jetzt auch nicht nennen, ne? Ich schleiche. Oh, der geht richtig mit seiner Axt so zack, zack, zack. Oh, es sind 3 Türen hinter mir zugemacht. Was ist denn? Oh. Er hat aufgehört. Ich gehe schnellstmöglich raus. Ja, geh raus. Und dann raten wir. Wir können es halt nicht anders machen. Du hast jetzt auch kein EMF-Gerät. Also entweder ist es EMF oder es sind Fingerabdrücke. Ich schaue noch einmal nach den Orbs. Also wie gesagt, wir haben diese 3 Geister ja jetzt zur Auswahl. Und es sind auch Freezing Temperatures, es ist Fingerabdrücke und EMF 5 übrig. Und wir haben uns jetzt für Fingerabdrücke entschieden. Das wäre damit der Spirit. Warte mal, der Dämon wäre Freezing Temperatures und der Oni wäre EMF 5, ne? Ja, oder umgekehrt. Mal gucken, vielleicht haben wir 3 von 3 richtig heute und vielleicht haben wir auch falsch gemacht. Warte, was war Spirit, ne? Ja, oh, ich drück so die Daumen. Und bitte komm schon. Es ist ein Spirit. 3 von 3 richtig! Oh,
das Fingerprints. Denn? Oh, wie schwierig. Hauptsache, das mittlere war das schwierigste. Ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.